Ja, hallo, weiter geht's auf der Hof Bergmann. Man glaubt es ja nicht. Das geht ja einfach weiter. Das ist unglaublich. Ja, wir hatten ja die Gerste da runter gedröschget. Da werden wir jetzt mal eben noch ein paar Bällekes runterhauen. Quaderballenpresse. Ah, ich friss kein Brot, ne? Aber brauche ich die? Ich bin momentan so auf dem Rundballentrip, so mehr oder weniger. Ich weiß es nicht. Ich lasse erstmal stehen. Wer weiß, wofür es gut ist. So. Schauen Sie, sehen Sie, gucken Sie. Ich könnte eigentlich noch ein bisschen weiter aufs Feld fahren, ne? Wenn ich hier mal rauskommen würde, ist nicht so eng gewesen. Ach Mann, ey. Ich mache auch nur noch Kacke, Scheiße, Mist, Dreck, Müll. Ist doch klar, wenn ich da hinten was hinterhängen habe, das braucht doch noch ein bisschen Platz. Damit das auch da rumkommen kann und arbeiten kann, ne, wo? Der Tempomat funktionieren würde, das wäre auch eine geile Nummer. Das wäre eine geile Nummer. Jo, jo, jo. Ach so. Entschuldige, Gänse. Geht das jetzt? Ja, ne? Ich hatte vergessen, auf automatisches Abwerfen zu drücken. Darum der Wegen. Man denkt sich, warum tut das nicht? Aber wenn das nicht eingeschaltet ist, dann kann das nicht tun, ne? Tuten tuta, tuten tüte. Tüt, rütüt, tarutu tut. Hat's geschmeckt? Ja, guck. Ja, so ist das. Ich habe eigentlich noch Bahn genug liegen, ne? Die rein theoretisch dann noch mal verkaufen.
So, dann mache ich auch. Hab ja noch genug, noch genug liegen. Eine Wagenladung schon mal verhökern wieder. Je nachdem, wie viel hier runterkommen. Das wäre eine Möglichkeit. Oh, da liegen, ach ja, genau. Zwei Ballen hintereinander ist klar, weil da hatte ich ja umgeschaltet auf automatisches Abladen, was ja vorher nicht aktiv war. Leuchtet ein. Pum, 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 pum. Geht das hier heute her? Oh, da habe ich was vergessen mitzunehmen. Das geht so nicht. Da müssen wir da eine Schleife ziehen. Wir können ja hier nichts von dem wertvollen Stroh liegen lassen. Das können wir nicht machen. Musste jetzt mal sein. Ab und zu habe ich das ja, wisst ihr ja, ne? Ich habe ja so leicht einen Hau weg. Und da macht man das schon mal. Das sind die Leute mit dem leichten Dachschaden. Oder eine Vollmeise? Irgendwie sowas. Irgendwie sowas. Ja, vorsichtig herumfahren. Ich sage euch ganz ehrlich, ich bin froh, wenn ich diese Aufnahme in ihrem Kasten habe, weil irgendwie geht mir gerade die Puste aus. So irgendwie. Dann muss ich da erstmal ein Päuschen machen. Das ist jetzt die vierte Folge, die ich in Reihe aufnehme. Genau, das vierte Video. So Samstag, Sonntag, Montag und das hier ist Dienstag. Pum, pum, pum. Palim, 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 palum. Jetzt hier. Okay. Ich musste etwas gucken auf dem Kalender. Eine Terminlichkeit. Hat sich geklärt. Boah. Ja, gleich viel. Wenn ihr Stimmen hört, das sind meine Kinder. Mit Kinder ist gut.
Erwachsene. I-A-O. Was sagt eigentlich die Originaluhr? 17.10 Uhr. Guck mal einer an. Ist ja schon wieder relativ spät, sag ich jetzt mal. Spät am Tag. Aber es wird nicht kühler draußen, das ist halt Schlimme. Da hatte ich so ein bisschen drauf spekuliert, aber das wird nicht. Kinder. Kann ich mal zu meinen Enkelkindern Kinder sagen? Die sind ja auch schon, der Jüngste ist jetzt 17. Ja. Tolle Nummer, ne? Und ich werde die Blagen nicht los, ey. Unser Sohn wohnt noch mit bei uns in der Wohnung. Hat da so ein Zimmerchen. Mit 39. Und die Tochter hat oben drüber die Wohnung. Mit ihren Enkel, mit ihren Kindern. Erwachsenen Kindern. Ich werde sie nicht los. Irgendwas müssen wir falsch gemacht haben. Quietsch, quietsch. Ja. Das ist alle was. Das ist ja alle was. So, eine Bahn noch hoch und dann haben wir es. Hoppala. Ja, eine Balle könnten wir noch voll kriegen, ne? Schmeiß ab das Ding, auf wie geht's. Auf sie mit Gebrüll. Ja, guck mal, da kriegen wir noch einen richtig schön voll. Das ist doch prima. Sehr schön. Sehr schön. Schon schön. Den Rest kommt in den Bunker von der Presse. Ist klar, ne? So, hoch das Ding aus und wegbringen. Dann nehmen wir den Sammelwagen sofort mit. Steht ja auch da drüben. So. So. Jetzt sag mal, wieso ist der schon wieder so reparaturanfällig? Den habe ich doch erst repariert. Was soll denn das? Hm.
Oh, hoppala. Zirkeln wir den wieder hinten rein. Okay, abhängen. Aus Chlor. Dann nehmen wir den wieder mit. Was heißt wieder? Den nehmen wir jetzt mit. Olaf hat Husten. Schnell, das darf er nicht. Gib ihm schnell Fickformel 44. Ja. Der eine oder andere wird diese Werbung vielleicht noch kennen. Unten, das ist schön. Hey, Fliege, geh mich von meinem Arm. Meine Herrschaften. Ich rauch doch gar nicht. Wie habe ich denn so einen Husten? Aber wenn ich ehrlich bin, zu der Zeit, wie ich noch geraucht habe, habe ich viel schlimmer gehustet. Viel schlimmer. Was das jetzt wieder für ein Kratzen im Hals ist, weiß ich auch nicht. Es kommt bestimmt vom Stroh, dieser Strohstaub. Dieser Strohstaub macht mich fertig. Oh, Alter, ich kriege ja die Tränen in den Augen hier. Mein Gott. Gibt's das denn auch? Warum passiert sowas immer in den Aufnahmen? Oh, Jott, oh, Jott, oh, Jott, oh, Jott. Leck mich, Fettmarie. Das tut doch nicht Not. Doppelschlag auch noch schnell. Und stehen bleiben. Gut. Oh, den wollte ich auch noch haben hier. Hm. Oh, primär. Dann fahren wir hier wieder hoch. Wir kriegen halt.
Ja, das kriegen wir nicht mit. Das ist ja schon mal klar. Das macht aber nichts. Weil den Rest, den werden wir uns dann ja irgendwo in die Ecke stellen. Erstmal. Mal gucken. Mal gucken, wie wir das so hinkriegen. Den noch. Zack. Eine Balle bleibt liegen. Ja gut. Das ist doch nicht verkehrt. Die werden wir schon irgendwo los. Zack. Also da sehe ich ja überhaupt kein Problem. So, das bringen wir weg. Oh, kam der denn weg? Der Blaue. Das war nicht gerade der Schlaue, aber es war der Blaue. Dann bringen wir das eben zum Viehhändler, der kauft ja unser Stroh auf. Schon einen netten Kerl. Ne? Er gibt jetzt nicht unbedingt die Bestpreise. Die ist nun mal so. Aber du musst ja froh sein, wenn du das Zeug dann irgendwo günstig oder schnell loskriegst, wenn du nicht so unbedingt die Lagerkapazitäten hast. Also kommst zum Viehhändler. Ganz einfach. Wa? Woll. So ist das. Jetzt fängt die Nase an zu laufen. Leute, ich werde bekloppt. Bekloppert in die Koppa. Ja, mit deinem. Jeder fährt durch. Das glaubst du ja nicht. Sonst bleiben wir für jeden Pissel-Piss stehen hier und jetzt fährt er durch. Irre. Einfach irre. Ui, ui, oh, ui, ui, oh, 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 uff, wir müssen hier rum. Oh, scheiße, ey. Also ich habe mich ja so ein bisschen dran gewöhnt mit dem, mit der Tastaturfahne, ne? Aber es geht nicht über Lenkrad. Da komme ich auch nicht von ab. Das ist so. Es gibt nichts Besseres, zumindest für mich. Es gibt ja Leute, die haben Lenkrad versucht, die kommen da nicht mit klar, die fahren lieber über Tastatur, aber tut mir leid, das ist nicht meins so. Echt nicht. Oder mit so einem, hier so einem Geimepette, ne? Wo habe ich ihn denn? Ja, ne, hier mit ihm hier, das ist auch nicht so meine Welt. Weiß, Sohnemann fährt damit sogar hier Gran Turismo hier auf der PlayStation oder was ist das? Könnte ich nicht. Könnte ich nicht. War das Bausimulator oder wo du mit dem Ding fährst?
oder nee, hier im Gold Rush. Für mich eine Katastrophe. Da fahre ich noch hakliger und beschissener wie jetzt hier mit der Tastatur. Ich habe ja schon mal versucht, das auf den Joystick zu legen, aber dann fehlen mir wieder die Funktion vom Joystick, dann ist ja das nicht so ein bisschen. Ne? Was ich gerne mal machen würde, das hat ja mit mir letztens nichts zu tun. Hier in der Nachbarort kannst du nicht sagen, aber. In einem nahegelegenen größeren Ort, da ist ein Abbruchunternehmer. Deutschlandweites Abbruchunternehmen. Und der hat einen Baggersimulator. Das würde mich mal interessieren. Da würde ich gerne mal drauf sitzen. So richtig mit bewegter Kabine und so weiter. Naja, als wenn du im originalen Bagger sitzt. Sowas gibt es auch für Radlader, das weiß ich. Aber ob er das hat, weiß ich nicht. Aber einen Baggersimulator hat er. Das weiß ich genau. Den habe ich schon im Video gesehen. Also das wäre mal was mich interessiert. Da würde ich gerne mal drauf sitzen. Und da mal so ein bisschen drauf umbaggern. Ich bin immer fasziniert, wenn ich so Abbruchunternehmer sehe. Oder beziehungsweise Baggerfahrer im Abbruchunternehmen, wenn die diese Longford, ne, diese Langarmbagger haben und sind da oben in schwindelnder Höhe mit dem Ding da irgendwo am Abknabbern, dass sie das da von unten so sehen können. Das ist einfach der Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob da oben noch eine Kamera irgendwo verbaut ist, damit der genau sehen kann, was er da mit seinem. Wie nennt man das, wo die den Beton mit abkneifen da. Aber wie war das, der da oben vernünftig sehen kann, dass er da auch alles passend erwischt. Oder wenn der da oben hochpackt und sich dann nur irgendwann die Dachpappe von dem Dach runterzieht, um das schon mal zu separieren in den Container. Ich finde das einfach nur geil. Ich weiß noch, die haben hier mal so eine Veranstaltungshalle abgerissen hier bei mir in der Nachbarschaft. Und dann hat er das Dach runtergepflückt. Dann hat er da oben drin, ach, wo will ich denn hin? Einen Blumentopf gesehen. So ein Betonblumentopf. Mit Dekoblumen. Da waren noch Blumen drin. Dann hat er mit dem Sortiergreifer da oben so schön reingepackt, hat sich den da oben rausgenommen, ohne den kaputt zu machen, hat ihm seinen Mitarbeiter, der unten im Wasserschlauch stand, vor die Füße gestellt. Alles genial. Einfach genial. Aber die haben ein irres Augenmaß. Das ist schon mal sicher. So, ihr Lieben, das war's für dieses Video. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Ja, und wünsche euch noch einen schönen Tag. Also macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ich sage tschüss und winke.